So, hallo und herzlich willkommen heute vorm Gerümpelregal, weil thematisch passend, weil um Gerümpel soll es gehen. Ich bin nämlich, was bin ich? Nominiert worden bin ich zur Show Me Your Gear Challenge 2021. Und ich habe gedacht, da habe ich Bock, mich daran mal zu beteiligen. Problem ist, jetzt muss ich auch wieder wen hier nominieren hinterher. Und da weiß ich bis jetzt noch nicht, wen zum Geier soll ich denn dann nominieren. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit vielen anderen Kanälen jetzt gar nicht so viel zu tun. Und das kommt wohl ursprünglich aus dem Bergsportlager, besagte Challenge. Und schwappt jetzt so langsam auch so ein bisschen in die, ich sag jetzt mal, mehr weniger bergorientierten Outdoor-Kanal-Sektionen über, beziehungsweise ist halt auch zu mir geschwappt. Nominiert worden bin ich vom Mountain Dude wahrscheinlich, wie der Dude aus, na, der Dude halt, Jeff Bridges, ne? Genau, und ich soll jetzt Folgendes tun, wenn ich das richtig kapiert habe. Ich soll meinen ältesten Ausrüstungsgegenstand, meinen neuesten, meinen Lieblings-, meinen meistgenutzten, meinen günstigsten und meinen teuersten vorzeigen. Ja, und das mache ich jetzt. Gut, wir fangen an mit ältesten Gegenstand. Da habe ich lange überlegen müssen. Und bin mir immer noch nicht ganz schlüssig, was denn nun älter ist. Klamotten habe ich jetzt mal nicht mitgezählt. Ich habe zum Beispiel noch uralte Fleece-Pullis, die jetzt 21 Jahre auf dem Buckel haben, die ich immer noch anziehe. Inzwischen sind sie etwas figurbetont. Aber man kann sie trotzdem noch anziehen. Jedenfalls in der näheren Auswahl ist der blaue Sack hier. Das ist schlicht und ergreifend ein alter Schlafsack. Das ist nichts Besonderes. Der ist auch 21 Jahre alt. Und dementsprechend ist das halt ein stinknormaler Schlafsack, ne? Wie sie vor 21 Jahren halt ausgesehen haben. Kunstfaser, innen grau, außen blau von, wo steht's? Hier, VD gab es damals auch schon, hatte nur noch ein etwas anderes Logo als heute und ich war da eigentlich immer zufrieden mit. Das ist ein ganz normaler Kunstfaserschlafsack, den kann man bis heute benutzen. Hin und wieder kommt er auch noch mal zum Einsatz. Er hatte mal innen drin, wie ich das innen geschafft habe, weiß ich nicht, aber er hatte innen mal Löcher, also so größere Risse wäre das korrekte Begriff. Und, aber die haben wir inzwischen geflickt. Und er hat ein Special Feature, eine Innentasche. Ich weiß, das hat so ziemlich jeder Schlafsack, aber trotzdem, für mich ist das ein Special Feature. Oh, jetzt ist sie zu, sie war schon auf. Ja, und war mal Komfort bis maximal 23 Grad, Toleranz minus 1 bis minus 7 und Extrem bis minus 26. So hat man das früher angegeben. Ne? Hier seht ihr die lustige Skala dazu. Also heutzutage macht man ja nur Komfort, Limit und... nicht das Gesicht ins Bild halten, sonst funktioniert es mit dem Fokus nicht. Ja, heutzutage Komfort, Limit und ja, Extrem, wenn es überhaupt noch angegeben wird, weil das Extrem kannst du in die Tonne kloppen. So, da, bis zu dieser Temperatur solltest du im Idealfall nicht erfrieren, hast aber keine schöne Nacht, deswegen darf man diesen Extremwert gerne mal ignorieren. Ich dachte immer, bis minus 7 wäre dann kein Problem, weil die Toleranz eben bis minus 7 geht und ich ja zumindest vor 21 Jahren ein relativ toleranter Schläfer gewesen bin. Ich glaube, bei minus 5 oder sowas habe ich dann noch gut geschlafen. Ob ich minus 7 mit dem Ding jemals ausprobiert habe, kann ich nicht bestätigen oder verneinen. Kunstfaserschlafsäcke, vielleicht kurz für diejenigen, die es interessiert. Im Grunde halten die ewig. Die haben halt nur hinterher irgendwann nicht mehr die Isolationsleistung, die sie ursprünglich mal hatten. Und inzwischen ist das ein... ja, wärmerer Sommerschlafsack, würde ich mal sagen. Also für unter 5 Grad würde ich von abraten wollen.
ja, ob er bis 5 Grad noch reicht, ich weiß es nicht, da habe ich jetzt einfach zu wenig Erfahrungswerte, aber ich glaube, bis 5 Grad geht schon noch ganz gut. Oh, doch, 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 doch. Ist natürlich jetzt nicht besonders klein und auch nicht besonders leicht, aber dafür eben alt. Und ich finde es einfach toll, dass man den auch benutzen kann und dann musste das Plastik nicht umsonst sterben. Und ja, Gewicht, ich glaube 1,6 Kilo oder 1,45, irgend sowas. Eine weitere näheren Auswahl für den ältesten Gegenstand, und auch da bin ich mir nicht mehr sicher, ob es das hier oder das hier ist. Das habe ich mir nämlich wahrscheinlich zeitgleich gekauft, soweit mich meine Erinnerung diesbezüglich nicht trügt. Nur leider kann ich überhaupt nicht mehr sagen, welches dieser beiden Opinel Nummer 12 weil 1 galt mal als verloren, ist dann aber doch wieder aufgetaucht und darum hatte ich dann relativ schnell 2 und ich weiß nicht mehr, welches das ältere ist. Die sind ein Jahr auseinander vom Anschaffungsdatum und ich dachte eigentlich, dass sie sei das älteste, weil ich das älteste eben nicht allzu sehr modifizieren wollte und stattdessen das älteste, zweitälteste, so rum, genommen habe, um mal dran rumzufeilen, um hier hinten diese Kerbe reinzufeilen mit der Idee, dass man dann eben weniger abrutscht, ne? Dass man hier besser greifen kann, das funktioniert auch. Und ich habe vorne auch eine entsprechende, na, gehst du auf. Die tolle Sicherung, damit es nicht versehentlich aufgeht, ist ein bisschen zu toll inzwischen. Jetzt. Und hier vorne habe ich dann auch noch so eine Kerbe reingesägt bzw. reingefeilt, einfach damit es besser in der Hand liegt. Das Ding ist heute noch scharf, also scharf genug, dass man damit ein bisschen schnitzen könnte. Man könnte es schleifen, dann ist es mit Sicherheit wieder sehr scharf. Grundsätzlich funktioniert das schon noch. Das Problem bei den alten Opinels ist, dass man die im geschlossenen Zustand nicht arretieren kann. Das sind übrigens Nummer 12. Also von Taschenmesser, von Hosentaschenmesser ist das ein relativ großer Trümmer und hat mal irgendwann die Spitze eingebüßt, weil ich es einer Frau ausgeliehen habe. Habe ich wirklich, ja. Ich will damit natürlich nicht verallgemeinern, dass es eine schlechte Idee ist, Frauen sein Messer auszuleihen. Meine Frau hat noch nie eins kaputt gemacht, aber damals, das waren halt noch andere Zeiten, ja. Also das könnte das älteste sein. Oder das hier, das hat inzwischen die praktische Einhandöffnung, dass es einfach so locker ist, vom Scharnier her, dass es sehr schnell von alleine aufgeht. Ja, und man da jetzt quasi diesen hier mitmachen kann. Das war nie beabsichtigt, ja. Auch das ist noch relativ scharf. Da habe ich jetzt auch nicht groß dran rumgefeilt und rumgeschraubt. Und das dürfte, also ich vermute, das hier ist mein ältester Ausrüstungsgegenstand, beziehungsweise, weil ich glaube, ich habe schon, oder zeitgleich mit dem Schlafsack, ja. Das war jedenfalls von meiner erste größere Outdoor-Tour und erst von meiner erste größere Outdoor-Tour habe ich einen richtigen professionellen Schlafsack bekommen, damals finanziert bei Eltern. Und ja, so, was soll ich jetzt machen? Ich hab's nicht kaputt gemacht. Nein, du warst es nicht. Aber weißt du was? Nein. Du könntest doch so ganz scheinheilig mich nominieren und dann sagen, die hat so einen tollen Outdoor-Kochkanal und ein bisschen Werbung machen. Ist gut, dann nominiere ich dich. ja, gut, nächstes Ding. Neuester Ausrüstungsgegenstand. Der Ehrlichkeit halber wäre das eigentlich dieses Windschutzteilchen hier. Da ist uns nämlich das alte kaputt gegangen. Da hatten wir ein bisschen unsorgfältig mit umgegangen. Das ist ein kleines Titanblech, das man um den Topf wickeln kann, damit da eben kein Wind rankommt. Die wiegen nichts. Und wir haben da sehr positive Erfahrungen mitgemacht und mögen die. Nicht jeder mag die, weil die machen Lärm, deswegen ich falle jetzt gar nicht erst aus. Knistert halt wahnsinnig und so weiter. Wen das ganz furchtbar stört und wer halt die Ruhe draußen genießen möchte, der hat da sicherlich keinen Spaß mit. Aber tatsächlich ist das letzte Ding, was ich gekauft habe. Nicht, weil es wahnsinnig spektakulär ist, sondern weil einfach gebraucht wurde. Einen Windschutz brauchst du halt tatsächlich praktisch. Also ich zumindest.
bisschen was Interessanteres, was ich als letztes gekauft habe, sind diese Schuhe. Die sind jetzt auch nichts super, super Fancyes und eigentlich eher günstig zu haben. Die sind vom Decathlon bzw. Casual, ne? Hier steht es drauf. Das ist ein ganz einfacher, ich glaube offiziell als Bergwanderschuh ausgewiesen, Halbschuh. Mit was anderem als Wanderschuhe laufe ich jetzt seit Jahren nicht mehr rum. Also ich verstehe nicht, warum man... Ja, also irgendwie so etwas, was ich glaube, Sneakers heißen die, glaube ich. Das ist doch irgendwie so ein Schuh, der von vielen Leuten im normalen Alltag, von vielen anderen Leuten im normalen Alltag getragen wird, verstehe ich nicht. Ich habe nur Wanderschuhe. Ich habe entweder Wanderschuhe oder ich habe Laufschuhe. Laufschuhe in letzter Zeit nicht so, würde mal wieder mir ganz gut tun wahrscheinlich. Wanderstiefel habe ich noch. Das habe ich auch. Aber ja, die sind jedenfalls ziemlich neu, ein bisschen drum gelatscht bin ich natürlich inzwischen. Und was können die? Naja, die haben eine relativ steife Sohle für einen Halbschuh. Sie haben ein sehr griffiges Profil, da bin ich nach wie vor, das ist das zweite Paar von denen, das ich zusammenlatsche. Sehr, sehr gute Sohle, sehr, sehr gutes Profil. Auch die Vorgänger von diesem Schuh, von diesem Paar hier haben wirklich sehr guten Grip gehabt. Und überall prima gehalten, insbesondere auch im Wald. Die sind nicht wasserdicht, dafür haben sie hier jede Menge luftdurchlässiges Gewebe und sind sehr, sehr atmungsaktiv. Aber wasserdicht so gar nicht. Ne? Einmal durch die nasse Wiese hast du nasse Füße, sofern du nicht wasserdichte Socken hast. Das muss ich noch ausprobieren mit wasserdichten Socken, steht noch auf der Liste, dass ich das mal gerne ausprobieren will. Da hört man viel Gutes. Ja, und ansonsten, die sind hier hinten auch ziemlich versteift. Hier in diesem Bereich, da ist eine ordentliche Versteifung eingebaut, damit man so einen gewissen Knöchelschutz hat. Hier oben wird es dann wieder flexibel. Und die alten sind mal einfach kaputt gegangen nach x Kilometern. Kosten nicht die Welt. Und das ist jetzt wirklich mal so ein Versuch meinerseits, ob man denn auch mit nicht krassen Marken, Halbschuhen durch die Gegend latschen kann und sich dann seine krasseren Markenstiefel eben für Situationen aufspart, indem man Stiefel auch wirklich braucht. Also so einen richtigen Bergstiefel und solche Sachen. Ja? Weil brauche ich ja oft nicht. Außerdem habe ich gemerkt, mit Stiefel immer rumstapfen ist halt auch nicht gut für den Knöchel bzw. der Fuß. Der Fuß verlernt die Stabilisierung durch den Knöchel bei unebenem Untergrund und so weiter. So ein bisschen, wenn man halt auf Stabilisierung gar nicht angewiesen ist, weil man in einem krassen Stiefel rumrennt. Ja, und für kleinere Strecken und eben normales Gelände, sage ich jetzt mal. Normal muss jetzt nicht super einfach sein, aber halt auch nicht sehr, sehr schwer. Da ist das eine richtig gute Alternative. Und die halten nicht ganz so lange wie zum Beispiel ein Lowa Renegade, heißt er so. Ja, ich glaube, so einen gibt's. Den hatte ich mal. Und toller Schuh, wirklich prima und hat auch noch mal ein bisschen länger gehalten, aber trotzdem durch mal irgendwo hängen bleiben, durch einsteigen, aussteigen, durch Schuh unqualifiziert ausziehen, ohne die Schnürung aufzumachen, soll ja volle Leute geben, die das hin und wieder mal tun, ist der auch dann irgendwann hin. Und selbst wenn der doppelt so lange hält, wie so einer, er ist auch dreimal so teuer. Also hat man immer noch, wenn es jetzt wirklich nur ums Geld geht, tatsächlich Geld gespart, wenn man die hier nimmt. Ich glaube, die kosten 50 Euro oder sowas oder seien es 60. Und dann halten die halt 2 Jahre und nicht 3. Oder meinetwegen 1,5 und nicht nur 1. Irgendwie, je nachdem, wie viel man rumläuft natürlich. Und speziell damit rumläuft. Das kann ich auch nicht vorhersagen. Aber die letzten haben wirklich ganz gut lange gehalten und auch die Sohle ziemlich lange gehalten. Bin ich ganz zufrieden. Also mindestens 800 Kilometer. Mindestens. Finde ich für den Preis ist das wirklich, wirklich in Ordnung. Besonders nachhaltig produziert sind die natürlich dann nicht. Das muss man dann mit seinem Gewissen irgendwie arrangieren können. Yo! Das war also der neueste Ausrüstungsgegenstand. Lieblingsausrüstungsgegenstand. Weiter mal geht's mit... Nein. Ja klar, natürlich der Hut. Selbstverständlich der Hut. Der Hut ist auch am meisten genutzt. Ja. Aber der Hut, den möchte ich jetzt mal außen vor lassen. Und bei Lieblingsausrüstungsgegenstand, da tue ich mich dann extrem schwer, weil ich da doch viele Sachen habe, die ich sehr, sehr gerne benutze. Aber
wahrscheinlich ist es das. Das ist das selbstgenähte Tarp, das meine Frau mir mal zusammengebastelt hat. Sehr, 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 sehr leicht für den Raum, den es bietet, mit Abspannpunkten an all den Ecken, wo ich sie brauche und auch nicht mehr, als ich brauche. Wir passen zu zweit drunter, da muss man halt ein klein bisschen gucken, wie wir es arrangieren. Luxuriöser ist natürlich ein 3x3-Tarp für zwei Personen, das reicht doppelt und dreifach. Ne? Also mit mehr, warum man zu zweit ein größeres Tarp als 3x3 braucht, ich persönlich weiß es nicht. Es gibt Leute, die sagen, sie brauchen das, von mir aus, gar kein Thema, kann man ja jeder machen, wie er lustig ist. Dann passt halt auch die Ausrüstung noch besser drunter und so weiter. Aber wir sind ja zwei Personen, die sich gerne haben, deswegen dürfen wir auch näher aneinander liegen. Auch in Zeiten Corona machen wir das trotzdem. Und ja, in dem Beutelchen habe ich drin eben besagtes Tarp. Das zeige ich euch zumindest mal im zusammengebauten, zusammengewickelten Zustand. Das ist es. Ich habe vergessen, was es wiegt, aber es wiegt sehr, sehr wenig. Es gibt kaum was auf dem Markt im Bereich des 2x3 Meter Tarps, das leichter ist als dieses selbstgemachte hier. Und das hat trotzdem schöne verstärkte Ösen hier und bisher hebt es wunderbar. Wir haben mal ein Loch reingemacht, dann haben wir es wieder geflickt, Problem gelöst. Und gedacht war das wirklich als Ultraleicht-Unterkunft für, wenn man mal Ultraleicht-Touren macht. Dafür hat es bisher auch sehr, sehr treue und gute Dienste geleistet. Und es ist einfach schön, was dabei zu haben, bei dem man weiß, ich habe es jetzt nicht selber gemacht, aber Frau hat es selber gemacht. Und gibt es nicht zu kaufen. Ne? Ganz, ganz tolle Sache. Also das hab ich wirklich sehr, sehr, sehr gern. Und entspricht halt eben genau dem, was ich mir unter einem Tarp gewünscht habe, beziehungsweise an Tarp gewünscht habe, unter Tarp vorstelle, so wie ein Tarp sein soll, genau so ist das. Also für mich persönlich. Ne? So, deshalb bin ich da sehr begeistert von. Der Beutel, das ist ein alter Hilleberg Heringsack, nur zur Info. Und da haben wir ansonsten eben jetzt auch noch das Aufbaumaterial, ja, also diverse Heringe und einen bunten Mix verschiedenster Schnüre und so weiter und so fort drin. Das muss ich auch mal irgendwann mal wieder aktualisieren, dass da besonders gute Schnüre drin sind. Ich wollte ursprünglich mal aus Gewichtspargründen größtenteils auf super feine kleine Schnürchen setzen. Die wiegen dann ja bekanntlich nichts, aber sind halt sowas zum Beispiel. Sind halt in der Handhabung sehr, sehr mühsam und ja, spätestens jetzt mit Scharstellen. Daher, ich glaube, in Zukunft gucke ich, dass ich zumindest so eine Schnurdicke dabei habe, einfach weil es sonst so wahnsinnig mühsam zum Knoten wird. Und Paragord muss jetzt auch nicht gleich unbedingt sein. Also irgendwo dazwischen muss ich mal schauen, dass ich da wirklich mal schnurtechnisch was finde, womit ich glücklich sein kann langfristig. So, was steht noch auf dem Zettel? Das war der Lieblingsgegenstand, am meisten genutzt. Jetzt mal von einem Rucksack abgesehen. Ja? Ein Rucksack, logischerweise habe ich jedes Mal einen Rucksack auf, wenn ich ein bisschen weiter weggehe, als so weit, dass ich mir die Kamera auf dem Stativ über die Schulter hänge und dann 5 Meter aus dem Dorf rauslaufe. Das mache ich auch gar nicht so oft. Also fast immer habe ich einen Rucksack dabei. Aber Rucksack haben wir bestimmt schon alle 17 Mal gesehen. Und drum ist der am häufigsten genutzte Gegenstand von der Kamera mal abgesehen. Die BW-Faltmatte. Die BW-Faltmatte, ich denke, die allermeisten haben die auch schon 17 Mal gesehen, aber nichtsdestotrotz, ich finde die unglaublich praktisch eben in dieser Form hier, als Sitzkissen. Da passt eine komplette Rückseite meiner Person sehr gut drauf, also die Rückseite im sitzenden Zustand, ja. Und ja, das Ding muss mal wieder ein bisschen gelüftet werden, wird dann gerne mal nass verpackt und beginnt dann irgendwann einen, ja, draußen gewesen und nass geworden Geruch einzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, in diesem Zustand ist es halt auch ein sehr dickes Sitzkissen, da geht dann auch nichts durch, wenn man sich mal in irgendwas reinsetzt, wo man sich besser hätte nicht reinsetzen sollen. Sie ist in diesem Zustand auch sehr, sehr warm in der Dicke. Da hat sie einen R-Wert von 5, irgendwas, wenn man die R-Werte der einzelnen Lagen aufaddiert. Und man kann sie eben, wenn man zu zweit ist, auch wunderbar verwenden, um zwei oder theoretisch auch drei Personen, dann darf allerdings gerade kein Corona sein, Sitzplatz zu bieten, indem man sie dann halt einfach, oh ja, da ist sie auch noch etwas feucht, das erklärt den Geruch,
ausfaltet. Und dann ist das Ding auch so lang wie ein längerer Mann, würde ich jetzt mal sagen. Und man kann sie dann nochmal in der Mitte nochmal einmal ausklappen. Das mache ich jetzt mal symbolhaft hier vorne. Und dann wird sie natürlich auch noch breiter. So, und in diesem Zustand ist es dann auch eine normale Isomatte von der Größe her. Allerdings ist sie dann so dünn, dass sie weder vernünftig polstert, noch großartig viel wärmt. Aber sie ist immer noch eine wasserfeste Unterlage. Und ich denke mal, unter den allermeisten Bedingungen, wenn es jetzt gerade nicht tiefster Winter ist, reicht auch eine Schicht von der Wärmefunktion her schon vollkommen aus, zum Draufsitzen ohne gleich einen kalten Hintern zu bekommen. Und es ist also wirklich ein wahnsinnig vielfältig zu verwendender Ausrüstungsgegenstand. Man kann sie auch in diesem Zustand um ein Feuer oder einen Kocher bauen, um einen Windschutz zu haben, habe ich auch schon gemacht. Ich habe sie mir, wenn ich was anderes zum Sitzen hatte, so auch schon gerne mal hinten um den Rücken gebaut, um einfach noch einen Nierenwindschutz zu haben, weil es einem ja gerne mal unter ein nicht allzu langes, jackenartiges Kleidungsstück dann gerne mal unten reinpfeift, je nachdem wie viel Wind geht. Dann kann man sich das auch ganz schön hinbauen, wenn man das möchte. Und ja, da sind nur so ein paar, man kann damit auch ein Feuer anfachen. Paar Anwendungsbeispiele. Also die mag ich wirklich extremst gerne, einfach wegen der Vielfältigkeit, wegen der schönen Verpackbarkeit eben in diesem praktischen Rechteck. Und ja, die ist robust. Irgendwann werde ich mir mal eine neue zulegen, wenn sie mir zu gammelig wird. Noch ist das nicht der Fall. Also eine neue gebrauchte, wohlgemerkt. Ja, immer schön das Original. Es gibt auch Nachbauten, die dann fabrikneu aussehen, aber halt nicht das Original sind. ja. Dann der günstigste Gegenstand. Wir machen Fortschritte. Ja, das wird kein super, super ultra langes Video. Wie lange quatsche ich schon? 22 Minuten, das geht ja noch. Der günstigste Gegenstand, da würde ich jetzt mal sagen, wenn ich ihn bezahlt hätte, habe ich nicht, ich habe ihn geschenkt bekommen, aber wenn ich ihn bezahlt hätte, dann ist er auch relativ günstig. Ich hoffe, das stört jetzt denjenigen, der ihn mir geschenkt hat, nicht, dass ich das erwähne. Das hier in diesem grünen Säckchen, die hat man vielleicht schon mal gesehen, BRS, der hat verschiedene Namen, das ist so ein China-Kocher. Und das ist der Kocher, ist der klein, ja, der ist klein, ist ein kleines bisschen wackelig, ein kleines bisschen klapperig, wenn man ihn schon ein paar Mal benutzt hat, aber deswegen funktioniert er trotzdem und das schränkt die Funktion nicht ein. Da werden halt diese Nieten, mit dem die Ärmchen vom Kocher vernietet sind. Ich hoffe, und das ist ein kleines bisschen Fummel-Fummel manchmal, man muss also in der richtigen Reihenfolge die Dinger hier zusammensetzen und dann hat man da auch recht schnell den Kocher so zusammengebaut. Dann hat er hier ein einfaches Ventil, besteht zu großen Teilen aus Titan und den schraubt man dann auf eine Gaskartusche. Mache ich jetzt spaßeshalber nur mal so ein kleines bisschen, sonst entweicht hier Gas und dann stinkt die Bude. Also man muss dann immer bei so einem einfachen Aufschraubkocher, da kann man es nicht vermeiden, dass während des Schraubprozesses ein ganz, ganz winziges bisschen Gas entweicht. Und darum mache ich das jetzt nicht ganz, weil, ja. Und das ist er auch schon. Warum finde ich den so toll? Na, weil der winzig klein ist, nichts wiegt, also wirklich so gar nichts, so irgendwie unter 20 Gramm, irgendwas zwischen 15 und 20. Je nachdem, wie man fragt und je nachdem, welches individuelle Ding man nachwiegt. Ja, und gibt es für irgendwas zwischen 15 und 20 Euro. Das ist jetzt natürlich nicht der billigste Ausrüstungsgegenstand, den ich habe. Aber das ist so der, wo ich sagen würde, der ist erstaunlich billig für das, was er kann. Es gibt diverse Leute, vor allen Dingen in der Ultraleitszene, die schwören total auf diesen Kocher. Weil erstens kostet er nichts, zweitens wiegt er nichts, drittens funktioniert er und das auch eben über einen längeren Zeitraum. Wir haben da also jetzt auch schon wirklich viele, viele, viele Portionchen Heißwasser mit dem Ding heiß gemacht. Und gut, wovon sollen Gaskocher auch kaputt gehen? Im Gas ist nichts drin, was rußen kann im Idealfall. Und das ist eine ganz einfache Bauweise, da sind keine nennenswert viele beweglichen Teile dran, bis auf das Ventil selber und eben diese Ärmchen, die man hoch und runter klappen kann. Und wenn die ein winzig bisschen lockerer werden, dann sind sie halt ein winzig bisschen lockerer. Klar passt da kein großer Topf drauf, beziehungsweise mit
ab einem Liter, würde ich sagen, sollte man den Topf zusätzlich festhalten, weil dann kippt er schon ganz schnell mal. Und ja, aber für die üblichen Tassen, ne? Man kennt ja diese Tassenvarianten zum Kochen, da langt's locker. Ja, also für sowas ist er auch gedacht, dass man sich eher mal eine Tasse heißes Wasser macht oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ja, würde ich jetzt einfach mal als günstigsten Ausrüstungsgegenstand ins Rennen schmeißen. Unglaublich praktisch. Also wirklich ein ganz, 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 ganz tolles kleines Popelkocherchen. Bin ja sonst auch kein großer Fan von China-Ausrüstung, aber die haben zum Teil schon wirklich, ach ja, schon tolle Angebote manchmal. Es ist halt so. Ja. Gut, also selbst wenn man den sich zwei, dreimal kauft, dann ist der immer noch günstiger als die von namhaften Herstellern, die dann sogar noch ein paar Gramm schwerer sind in vielen Fällen. Was habe ich noch? Teuerster Gegenstand, das geht schnell. Wo ist es? Da hinten liegt's. Abisko Light 2 von Fjällräven, unser Zelt. Ja, das kostet, ich glaube, derzeit 650 Euro, wenn man eins haben möchte, neu. Und ja, es ist immer ein Zelt. Ja. Wer eine vollständige Outdoor-Ausrüstung irgendwo rumliegen hat und jetzt nicht Besitzer eines Kajaks oder sein Fahrrad oder sowas in die Richtung da vielleicht jetzt nennt, dann ist es immer ein Zelt. Was soll da noch teurer sein? Schlafsäcke können, wenn sie Daune sind und von zum Beispiel Western Mountaineering, Yeti oder ähnlichem, können sie nah rankommen, aber entsprechende Zelte, die dann auch von einem der teureren Hersteller sind, und da ist Fjällräven ja definitiv dabei, in Sachen teuer, da sind wir da ganz schnell im Bereich, kann man auch sehr schnell, sage ich jetzt mal, in den Bereich unterhalb von 1000 Euro kommen, beziehungsweise auch gerne mal oberhalb von 1000 Euro. Das kann man auch für ein Zelt ausgeben, gar kein Problem. Jetzt, wenn wir dann uns Hilleberg-Zelte angucken, da ist 1000 Euro eine Grenze, die durchaus von dem einen oder anderen Modell auch gerne mal gesprengt wird. Dafür ist es ja auch die Behausung, und Zelte halten auch sehr, 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 sehr lange bei guter Pflege. Deswegen ja, ist das für mich immer eine Investition bei den Zelten, die ich bisher so gekauft habe, die sich auszahlt, weil ja, hat man lange, lange, lange Freude dran bei guter Pflege. Das Zelt wurde schon oft genug gezeigt auf diesem Kanal, da muss ich jetzt also nicht noch irgendwie groß viel zu erzählen. Super leicht ist es jetzt nicht, dafür ist es aber sehr, 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 sehr robust und hat uns jetzt bei jedem beliebigen Wetter, bei dem wir jemals draußen waren, bisher sehr gute Dienste geleistet und würde es nicht unbedingt zwingend nochmal kaufen, weil es von anderen Herstellern für etwas weniger Geld sicherlich vergleichbar oder vielleicht sogar für etwas mehr als nur ein bisschen weniger Geld vergleichbar gute Zelte auch gibt, möglicherweise, aber nichtsdestotrotz ist das ein prima Zelt. Ja, das steht völlig außer Frage. Gut. So, und dann kommt der Teil bei diesen komischen Challenge-Sachen. Entschuldigung, in diesem Fall hatte ich jetzt mal Lust, aber diese Internet-Challenge-Kultur, das ist wirklich irgendwie nicht so meins. Ja? Also kann man mal machen. Und wenn es was ist, worüber ich gerne quassel, dann mache ich da auch gerne mit im Sinne von, ich mache was dazu, insbesondere wenn es nicht viel Zeit und nicht viel Arbeit macht. Aber irgendwie tue ich mich schwer. Das ist wie mit den Kettenbriefen früher. Gekriegt habe ich so welche auch. Weitergeschickt habe ich nie was. Oder diese Kettenmails oder sowas in der Richtung. Kriegt man, nimmt man zur Kenntnis, schickt man nicht weiter. Auch wenn man dann 7 Jahre Unglück und runterfall und Toaster hat, die immer mit der Butterseite nach unten fallen oder sonst irgendwie. Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, das ist auch schon lange her, dass es solche komischen Kettenmails gab, wo man dann irgendwie an einen geliebten Menschen, das war, oder nicht geliebten oder gehassten oder an wen auch immer weiterschicken musste. Jedenfalls, es ist einfach nicht so meins, weil ich einfach nicht weiß, legen die Leute da Wert drauf, dass sie jetzt nominiert werden oder nicht. Und aufdrücken möchte ich den Schuh keinen.
Und drum mache ich das jetzt so, dass ich meine Frau nominiere und das war's. Weil bei meiner Frau weiß ich wenigstens, ich habe sie nämlich gefragt, dass sie da keine größeren Schwierigkeiten mit hat. Also nominiere ich jetzt einen Topf im Wald, den kleinen Waldkochkanal meiner Frau, den sie nebenher so ein bisschen hobbymäßig betreibt. Dass sie da vielleicht auch mal ein ganz kurzes Gerümpel vorzeigen, wie die Öhrchen machen könnte. Im Gegensatz zu mir sind ihre auch kurz. Und ja, das reicht dann mir ehrlich gesagt auch. Ich weiß nicht, ob jetzt in den Regeln irgendwo im Kleingedruckten steht, dass man 3 Leute nominieren muss. Wahrscheinlich schon. Aber ob dann verklagt mich. Ja, also tut man wirklich. Ja, ich weiß halt einfach nicht, wen ich da sonst jetzt mit Ärgern, mit Ehren, mit was auch immer soll. Und ja, ich denke, die meisten größeren Kanäle kommen auch so auf Videoideen, ohne dass man diese Challenges jetzt unbedingt braucht. Auch wenn es mal ganz lustig sein kann, ja. Und, also wenn sich irgendwer genötigt fühlt, daran teilzunehmen und nicht nominiert worden ist, dann darf er sich gerne auf die freiwillige Teilnahme empfohlen von mir berufen. Und wahrscheinlich habe ich jetzt damit den Sinn und Zweck dieser Challenge-Idee völlig kaputt gemacht, aber ja, das trifft mich hart, aber nicht gänzlich unvorbereitet. Und ich glaube, es wird mein weiteres Leben nicht allzu negativ beeinflussen. Und in diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal mit irgendeinem anderen Thema. Tschüss.